Ihr Lieben, wir sind zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich werde jetzt, glaube ich, wieder zurück nach Corinnes gehen. Das Wettsaufen ist vorbei. Ich schaue noch mal kurz in den Questlog. Piratenhandel, Garvel, Innos, Banditenüberfall, Joe. Das sind alles so Sachen, die ich teilweise auch erst machen kann, wenn ich weiter fortgeschritten bin. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal kurz zum Meister Iskaroth gehen und gucken, ob der einen Stärkering oder sowas hat. Alles, was mir Bonusstärke bringen würde, wäre echt genial. Aber ich habe nicht ganz so große Hoffnung. Also die ganz dicken Fische gibt es halt im eigentlichen Kloster. Aber da kommen wir halt im Moment nicht hin. Das ist halt das Problem. Hey! Zeig mir deine Ware. Nein, oder? Mana-Bonus. Schade. Schade, 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 schade. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ich hatte die Hoffnung gehabt. Aber vielleicht in der Stadt. Ich habe mich da auch nicht ganz so sehr immer nach Artefakten umgesehen. Alles, was was so Schmuckstücke sind, Ringe, habe ich alle immer so irgendwie so ein bisschen ignoriert. Und könnte auch sein, dass der eine, dass Harald vielleicht welche hat. Ich wollte ihn Harald schon wieder nennen. Er heißt ja Harald, der Schmied. Oder sein Geselle. Ja, oder halt natürlich die Händler am Marktplatz. All das wäre möglich. Vielleicht habe ich Glück. Vielleicht. Wegen der Steintafeln. Was ist denn mit dieser hier? Nein, solche Steintafeln sind magisch aufgeladen. Tafeln dieser Art will der Wassermagier leider nicht kaufen. Okay. Das habe ich mir ja schon gedacht. Wie gesagt, das Problem ist halt, wir können die Tafeln auch direkt zu Vatras geben. Kriegen wir halt auch Gold und EP für. Oder ich glaube Tränke und EP. Dafür können wir, wenn wir die ganzen Sachen zu dem Händler hier geben, können wir dann noch von den Erfahrungspunkten profitieren, wenn er denn da abhaut, weil das halt eine Quest ist. Schwierig einzuschätzen, aber es gibt genügend Steintafeln, um beide zu bedienen und deswegen mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen. So, hier links haben wir noch den Talkessel. Da werde ich jetzt, glaube ich, erstmal noch hingehen. Denn ich habe in Erinnerung, dass dort noch ein paar kleine Feldräuber waren. Ich glaube, so war es. Habe ich nur beim letzten Mal nicht besiegen können. Ich speichere mal eben kurz. Und dann schauen wir mal. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier welche waren. Ja. Es sind sogar ein paar mehr. Erstmal den einen hier. Oh, das sind sogar eine ganze Menge. Warum hat der denn jetzt so viel Schaden? Oh, shit. Dann muss ich jetzt mal meine Schwertkunst unter Beweis stellen hier. Einmal fast draufgegangen. Und dann locker ohne einen Treffer besiegt. Manchmal weiß ich auch nicht, wovon das abhängt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall clever. Oh, shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Da sind nämlich mehr als... Ich hole jetzt mehr als einen. Vergiss es. Wow, sechs Schläge in a row und kein Crit. Das ist schon ein bisschen behindert gewesen. Komm her. Eins.
Und zwar, ich will nur einen, ich will nur einen. Sehr schön. Haben wir ja. Der Farn hier wächst so unglaublich krass, dass ich teilweise in meiner Sicht hier eingeschränkt bin. Habe ich gerade einen schlechten Schlag gemacht. Komm her. Sind richtig viele hier. Bringt halt dementsprechend auch nochmal richtig schön Erfahrungspunkte. Jetzt muss ich aufpassen. Der hat gerade ein paar Mal schön getroffen, der Junge. Meine Güte, der Kampf war jetzt schon wieder richtig schlecht. Der war richtig, richtig schlecht. Bin ich gerade am Ende fast nochmal draufgegangen. Und meine meisten Leben, die ich gerade verloren habe, waren bei einem einzigen Mob. Beim einzigen Feldräuber. Davor 3-4 Feldräuber besiegt, ohne auch nur ansatzweise Schaden zu bekommen. Oder auch nur unerheblich viel. Und dann einer am Ende killt mich fast. Also es ist alles ein bisschen merkwürdig. Ein Varg, sonst geht's gut, ne? Was macht ein Varg so nah an der Stadt? Mit dem brauche ich mich nicht anlegen. Keine Chance. Keine Chance. Also brauche ich auch nicht in die Nähe gehen. Ein Varg. Direkt vor Corinnes. Ich glaube, ich spinne. Und die Paladine interessiert das nicht. Es ist ein verdammter Varg. Ja? Da müssten sie gleich mit 20 Paladinen ankommen und gegen den ins Feld streiten. Gegen den Varg, der wird mich knallhart one-shotten. Da könnte ich mich dann auch mit einem Schattenläufer anlegen. Ich glaube, zwar ein Schattenläufer ist stärker als ein Varg. Ja, ist auf jeden Fall, aber ja. Es wäre beides ausreichend für mich. Locker ausreichend. Das ist mal wieder typisch. Kanta, du Pflaume, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Das weiß doch inzwischen. Er hat hier eins. Schutz vor Magie. Warum soll ich mich denn noch alles verdammt. Piratensäbel. 60 Stärke. Benötige ich. Ich muss weiter. Von mir aus. Ich brauche ein gutes Amulett. Zeig mir deine Ware. Oh. Lebensenergiebonus. Shit. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Das wird Konsequenzen für dich haben. Hey, hör zu. Ich sag dir alles, was ich weiß, und du verpfeifst mich dafür nicht, okay? Der erzähle ich gar nichts mehr. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Corinnes. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Corinnes fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Corinnes kriegen kann. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Corinnes zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. 3 Flaschen sollten es schon sein. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich hab's selbst erlebt. 3 Flaschen, als ob der uns 3 Flaschen geben wird. Das ist ein verdammter Pirat. Der wird mit uns knausern, falschen und dann im Zweifel nur eine Flasche rausrücken oder so. Da wette ich drum. Zeig mir deine Ware. So. Die Hoffnung ist groß. Ich glaube, nur 60 Geschicklichkeit für den Degen. Das ist einfach nur ein Witz, ist das. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Okay. Irgendwer muss die
Es ist... Ah, fuck. Oh, Eiswelle. Okay, ich dachte, es wäre wieder ein Feuerregen. Untote vernichten. Schlimme Zeichen sind das. Tja. Will ja nichts sagen. Aber das war hier, das war leider eine Niete. Hakon, der Waffenhändler. Zeig mir deine Ware. Mhm, und? Schutz vor Waffen. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Ach, erzähl mir nicht sowas. Grobes Bastardschwert. Schlachtaxt. Jora hat mit Sicherheit nichts, aber man kann es ja mal versuchen. Zeig mir deine Ware. Auch er hat sogar ein Amulett, aber es ist nur ein Crap-Amulett. Tja. Der Richtstab macht 50 Schaden. Das war auch so eine Crap-Waffe, ne? Da muss ich mir auch mal erstmal nochmal, mich für schämen, dass ich mir den Shit damals geholt habe. So, ach so, genau, ich kann ja mal mit Vatras sprechen. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Also muss ich anscheinend tatsächlich Dexter töten. Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen Runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merke schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne, Lebenskünstler und Schürzenjäger. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Aber sah, dass so nichts sein konnte. Unglaublich. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern. Die sind die Schlimmsten, sag ich dir. Und es gelang ihm nicht. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Visage ein Leben lang rumlaufen. Tja, und an diesem hat er mir gegeben. Waren Ordnung und Chaos 1-0 für Valentino. 1-0 für Valentino. So, wollen wir da mal gucken, ob der gute Tabakhändler uns hier Moderatfett verkaufen kann. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast. Eigentlich wollte ich jetzt auch was von ihm kaufen, aber das geht irgendwie nicht. Will ich jetzt tatsächlich schon der Miliz beitreten? Will ich das tatsächlich machen? Ich brauche noch viel zu lange für die nächste Stufe. Hey! Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Wär schön wär's. Hat er nämlich nicht. Meine Güte. So, ich mach mal eben kurz alle den ganzen Rohstahl zu bearbeitbarem Material. Jetzt ist er natürlich gerade dabei. Das ist natürlich auch wieder sehr legendary. Genau, ich gehe jetzt einfach mal ins obere Viertel. Ich kann ja jetzt schon ins obere Viertel gehen. Warum soll ich das jetzt nicht auch ausnutzen?
Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Nett. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Sehr nett. So, da sind wir, finally. Ach, da hinten. Oh. Ja, das kann ja was werden. Liebe Leute, ich mache hier eben kurz eine Pause. Wir hören uns dann beim nächsten Part wieder und dann hören wir uns hier mal ein bisschen im legendären oberen Viertel um. Bis dann, macht's gut, ciao.